Wir sind das onkologische Team von La Roche-Posay und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, zusammen mit den Schwestern und Ärzten und Kosmetikerinnen die Patienten durch die Erkrankung zu begleiten. Das Thema Erhaltung der Lebensqualität ist eine ganz wichtige Aufgabe für uns. Ich zeige Ihnen jetzt anhand meiner Patientin, wie Sie zu Hause Ihre Augenbrauen nachzeichnen können und gebe Ihnen dazu ein paar Tipps und Tricks. Ich habe mich für unseren Lidschatten entschieden. Aus der Praxis heraus hat sich das herauskristallisiert, dass es einfacher ist für jeden, mit Lidschatten nachzuzeichnen und es sieht weicher aus. Ich habe meinen Pinsel und lege den Pinsel an der Nase an, gehe ganz gerade hoch am inneren Augenwinkel und setze hier oben einen Punkt. Und genauso finde ich auch den äußeren Punkt der Augenbraue an der Nase entlang. Das ist immer Fixpunkt. Am äußeren Augenwinkel nach oben setze da einen Punkt mit dem Lidschatten. Und den höchsten Punkt einer Augenbraue finde ich so heraus, indem ich den Pinsel anlege, durch die Iris nach oben. Und schon habe ich meine Richtlinie, die ich brauche, um gleich die Augenbrauen nachzustricheln. Und genau dasselbe mache ich auf der anderen Seite auch. 1, 2, 3. Und die verbinde ich jetzt miteinander. Nach und nach, das ist ganz wichtig, Schritt für Schritt. Nicht in einem durchziehen, die eine Augenbraue und dann erst die nächste, sondern an einer Augenbraue 1 Zentimeter und dann an der anderen. Und so kommt man Schritt für Schritt weiter. Es ist einfacher und sieht schöner aus, wird gleichmäßiger. Zwischendurch nehme ich immer ein bisschen Lidschatten auf und klopfe den aber vorher aus. Nicht, dass das zu kräftig wird. Kräftiger zeichnen geht immer. Das muss man vielleicht ein paar Mal probieren zu Hause, aber ich denke, mit ein bisschen Übung kriegt man das hin. Zum Fixieren des Ganzen gebe ich einfach ein bisschen Puder drüber, Mineralpuder. So bekomme ich das Ganze auch haltbar. Das heißt, man kann damit auch ruhig mal in Regen kommen oder auch wenn man schwitzt, die Augenbrauen bleiben so, wie sie sind. Ich denke, das kann jetzt jeder für sich zu Hause nachvollziehen und mit ein bisschen Übung kann man das, denke ich mal, auch gut hinbekommen.